Die Mini-Kitty-Kommune in Australien ist eine gemeinnützige Katzenauffangstation und ist immer sehr bemüht, ihre Schützlinge an neue, großartige Menschen weiterzuvermitteln. Doch neuerdings haben sie eine Katze, für die es ein kompliziertes Unterfangen ist, einen neuen Besitzer zu finden. Mit einem verzweifelten Aufruf im Internet werben sie für die liebenswerte Daisy, die bloß wegen ihrer speziellen Fellfärbung im Gesicht regelrecht gemieden wird. Daisy ist eine 9-jährige Katzendame, die sehr pflegeleicht und verschmust ist. Gemeinsam mit ihrer Schwester Molly wurde sie aufgrund des Todes ihres Besitzers in der Kitty-Kommune aufgenommen. Doch viele Menschen reagieren entweder mit Belustigung oder sogar mit Verärgerung über Daisys besondere Gesichtszeichnung. Während die einen natürlich ein Herz sehen, scheinen die meisten doch ein ganz anderes Symbol darin zu sehen. Genau wegen diesem Zwiespalt gestaltet sich die Vermittlung schwierig, womit keiner der Mitarbeiter gerechnet hatte. Doch sind sich alle von Kittys Kommune darin einig, dass Daisy einen Besitzer verdient hat, der sie wegen ihrer Liebenswürdigkeit zu schätzen weiß und nicht wegen ihres Aussehens. Mittlerweile haben sie tatsächlich einen möglichen Kandidaten gefunden, der sich in Daisy und ihre Schwester Molly verliebt hat und beide bei sich daheim aufnehmen möchte.